Aaron Treadway ist ein ehemaliger Profifußballspieler, der Autor und Pastor wurde und derzeit als leitender Pastor der Fellowship City Church in Cleveland, Ohio, tätig ist. Außerdem ist er Vizepräsident des Ambassadors Football International, das Fußballtrainer auf der ganzen Welt ausbildet, um anderen Menschen durch Fußball einen positiven Einfluss zu vermitteln. Aaron beschäftigt sich damit, wie man ein bedeutungsvolles Leben in den Augen von Jesus erreichen kann und seinem Leben Wert verleiht. Bitte begrüßen Sie Aaron Treadway. Aaron, hallo, herzlich willkommen. Bobby, schön bei Ihnen zu sein. Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch und sind dankbar für Ihre Geschichte. Fußball beschäftigt gerade viele Menschen nach dem Ende der Bundesliga, der WM und was dabei passiert ist. Wahrscheinlich war es für Sie als amerikanischer Fußballer schön, Ihren Sport ein wenig aufzuwerten. Erzählen Sie uns von Ihrer Karriere und wie Sie vom Fußballspieler zum Pastor geworden sind. Ja, als ich 5 Jahre alt war, kam mein Vater eines Tages von der Arbeit nach Hause. Er hatte ein wenig professionell Baseball gespielt und sein Traum war, dass ich ein professioneller Baseballspieler werde. Und ich sage den Leuten immer, dass ich keinen einzigen Tag in meinem Leben Baseball gespielt habe, weil ich da draußen andere Kinder sah, beim Bolzen, Rennen, Schreien und sich gegenseitig treten. Da sagte ich zu meinem Vater, das ist es, was ich in meinem Leben machen möchte. Ich möchte Fußballspieler werden. Und Gott hat mir erlaubt, diesen Kindheitstraum zu erfüllen, aber er hatte auch andere Pläne für mein Leben. Er hat mich dazu berufen, zu seinen Ehren zu leben. Und lange Zeit danach hat er mich in den pastoralen Dienst berufen. Wie ist das passiert? Sind Sie durch den Sport zum Glauben gekommen? Gab es einen Teamkollegen oder wie haben Sie diese wichtige Lebensentscheidung getroffen? Ja, ich bin als Kirchgänger groß geworden, praktizierte den christlichen Glauben, aber eher nur äußerlich. Erst im Alter von 20 Jahren bin ich wirklich zum Glauben an Jesus Christus gekommen, nachdem ich ein Buch von C.S. Lewis gelesen hatte. Pardon, ich bin Christ, gab ich mein Leben Jesus. Und ich bin ein Typ, der entweder alles oder nichts macht, also war ich von da an ganz mit dabei. Sie waren Profisportler. Sie wissen, wie es ist, im Rampenlicht zu stehen, berühmt zu sein, all diese großartigen Erfahrungen zu machen. Aber wir leben hier in Irvine im Großraum Los Angeles. Hier trifft man auf viele Menschen, die erfolgreich sein wollen und das Gefühl haben, dass ihr Leben erst dann gut ist. Und dann gibt es Menschen, die tatsächlich Erfolg haben, jedoch innerlich mit leeren Händen dastehen und sich fragen, und jetzt? Ich meine, hier um die Ecke haben wir einige Softwareunternehmen, fast wie ein kleines Palo Alto, wo Menschen sehr viel Geld verdienen, aber sie blicken in sich hinein und sagen, ich bin nicht glücklich. Mein Familienleben läuft nicht gut. Oder vielleicht läuft es zwar gut, aber irgendwas fehlt trotzdem. Und Sie wollen genau das ansprechen, richtig? Sie wollen auf den Kern dieser Frage hinaus. Ja, ich möchte alles, worüber Jesus in Johannes 10, Vers 10 spricht. Er sagt, ich bringe Leben und dies im Überfluss. Es ist nichts Falsches daran, viel Geld oder großen Erfolg zu haben, solange diese Dinge einen nicht negativ beeinflussen. Diese Dinge dürfen nur nicht zum höchsten, ultimativen Lebensziel werden. Denn ich habe festgestellt, dass ich einige Dinge, die mir die Welt bietet, gesammelt habe und viele solche Erfahrungen gemacht habe, aber letztendlich kann Erfolg unsere tiefsten Sehnsüchte nicht stillen. Ich habe kürzlich einen Geschäftsmann darüber sprechen hören. Er sagte, und ich denke, es hatte mit seiner Religion zu tun, aber er sprach darüber, wie es im Geschäftsleben wirklich ist. Und man könnte dies wahrscheinlich auf jedes Gebiet des Erfolgs übertragen. Man sitzt an einem Pokertisch und spielt Poker. Und dann kommt der Sensenmann und tippt einem auf die Schulter, sagt, das Spiel ist vorbei, schiebt die Chips zurück und jemand spielt damit für sie weiter. Alle spielen um diese Chips. Und er sagte im Grunde, dass im Leben alles nur geliehen ist. Und ich denke, das ist es, worauf Sie hinaus wollen, oder? Ich denke, das wissen wir alle, nicht wahr? Das ist es, was an vielen von uns so nagt, diese Errungenschaften, ob es Ruhm, Berühmtheit oder Geld ist, alles ist nur vorübergehend. Aber es gibt einige Dinge, die nicht vorübergehend sind. Das ist es, worauf Sie abzielen. Ja, in der Bibel steht, dass die Dinge dieser Welt vergehen. Und wenn wir nur Vergängliches verfolgen, werden diese vorübergehenden Dinge uns nicht wirklich befriedigen. Sie werden diese Sehnsüchte unserer Seele nicht stillen. Daher denke ich, dass Bedeutsamkeit ein viel besseres Lebensziel ist als Erfolg.
Führen Sie das mal ein bisschen aus. Ich denke, Sie haben absolut recht. Stellen Sie sich einen 25-Jährigen vor, der vielleicht gerade mit dem Studium fertig ist und versucht herauszufinden, was er im Leben tun soll. Viele Menschen auf YouTube sind so. Und er sagt, Pastor, was soll ich tun? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Was mache ich als Nächstes? Es hat viele Jahre gedauert, um das herauszufinden. Und ich bin immer noch auf einer Reise, in einem Lernprozess. Aber ich glaube an den 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Es geht um das Gewicht und die Bedeutung von Gottes Wesen. Deshalb existieren wir. Viele von uns ringen damit, warum wir hier sind. Und lange Zeit dachte ich, ich müsste meinen Beruf ändern, um meiner Bestimmung nachzugehen. Gott hat mich berufen, ihm Ehre zu machen. Ich dachte, ich müsste Pastor oder Missionar sein und kein Profisportler. Doch inzwischen habe ich gelernt, dass Gott uns geschaffen hat, um all diese verschiedenen Einflussbereiche zu besetzen. Und normalerweise hat Gott uns genau dort, wo wir sind, für seine Zwecke platziert. Interessant, dass Sie das sagen. Es gibt einen Sänger namens Cliff Richard, der in den USA nicht so berühmt ist, aber in England ist er sehr bekannt, wie Elton John oder Elvis. Er fand zum Glauben und sagte Billy Graham, dass er aufhören wolle zu singen und Prediger werden wollte. Billy Graham sagte jedoch, er solle weiter singen. In dem Bereich könne er die größte Wirkung haben. Es ist also wahr, dass Gott nicht will, dass wir alle Prediger und Missionare sind. Er möchte, dass wir alle großen Einfluss haben dort, wo wir sind. Genau das ist das, was ich erlebt habe. Als ich mit 20 Jahren zu Jesus fand, brannte ich für den Glauben und wollte mich auf amerikanische Art gleich auf die Mission stürzen. Ich ging zu meinem Pastor und sagte, ich bin bereit, meldet mich an, ich gehe ins tiefste Afrika. Mein Pastor sagte, du bist auf dem Weg, ein Profisportler zu werden, tu das zu Ehren Gottes oder sei ein Softwareentwickler zu Ehren Gottes oder sei ein Lehrer zu Ehren Gottes. Man kann sich selbst in diesen Satz einfügen. Was für ein großartiger Gedanke, dass ich alles, was ich tue, zu Ehren Gottes tun kann. Ob ich nun Böden putze, Kinder unterrichte oder Essen koche, wenn ich es für Gott tue, ändert das alles. Aaron Treadway, danke, dass Sie uns mit der Frage herausgefordert haben, was im Leben wirklich zählt. Danke, dass Sie bei uns gewesen sind. Vielen Dank für Ihre Ermutigung und Ihre inspirierenden Gedanken. Danke, Bobby. Gott segne Sie.